Ja, verehrte Mitglieder der Enquete-Kommission, liebe Mitarbeiter des Büros, der Abgeordneten und der Fraktion, ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu unserer 7. Sitzung der Enquete-Kommission, heute erstmals im Europasaal. Ich hoffe, Sie haben alle gut gefunden. Er ist groß, ne? Ich hatte es angekündigt. Hier ist nicht mehr so kuschelig wie vorher, aber dadurch hat man auch entsprechend mehr Platz auf der Besuchertribüne. Zu Beginn unserer Sitzung tagen wir öffentlich. Daher darf ich auch unsere Gäste auf der Tribüne recht herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie das Interesse an der Veranstaltung haben. Der öffentliche Teil, der wird durch das Parlamentsfernsehen aufgezeichnet und heute Abend um 17 Uhr auf Kanal 2 sowie auf den Seiten des Deutschen Bundestages im Internet ausgestrahlt. Dort ist die Aufzeichnung der Sitzung auch später über die Mediathek bzw. die Seiten der Kommission im Internet verfügbar. Bevor ich in die Tagesordnung einsteige, möchte ich im Namen der Kommission nachträglich denen zum Geburtstag gratulieren, die seit der letzten Sitzung Geburtstag hatten. Und ich lese die mal en bloc kurz vor. Das ist zum einen unser Sachverständiger Dr. Stefan Heumann, der hatte am 23. Januar Geburtstag. Der Arno Klare als stellvertretendes Mitglied am 1. Februar sowie der Manuel Höferlin auch stellvertretendes Mitglied am 6. Februar. Und der Christoph Bernstiel, der heute da ist, hatte am 8. Februar Geburtstag. Alles Gute, Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. Im Übrigen darf ich noch informieren, dass die Fraktion der AfD für den aus der Fraktion ausgeschiedenen Abgeordneten Uwe Kamann als ordentliches Mitglied und Obfrau die Abgeordnete Johanna Kota, die bislang stellvertretendes Mitglied war, und als neues stellvertretendes Mitglied den Abgeordneten Peter Felser benannt hat. Herzlich willkommen in der Runde hier. Darüber hinaus hat die Fraktion Die Linke für den Abgeordneten Alexander Ulrich den Abgeordneten Dr. Achim Kessler als neuen stellvertretendes Mitglied benannt. Im Namen der Enquete-Kommission dann nochmal allen ein herzliches Willkommen und auf eine gute Zusammenarbeit. Wir kommen schon zum Tagesordnungspunkt 1. Impulsvorträge sachverständiger Mitglieder. Wir wollen heute die Reihe der kurzen Impulsvorträge fortsetzen. Wir haben da in der Vergangenheit gute Erfahrungen gesammelt. Wir haben ein gutes Grundverständnis. Und es freut mich sehr, dass die Frau Susanne Demel und die Lena Sophie Müller heute sich diesen Part gemeinsam aufgeteilt haben. Er steht unter der Überschrift Gesellschaftliche Wahrnehmung und Akzeptanz der künstlichen Intelligenz. Ich darf Frau Demel zunächst das Wort übergeben und danach dann die Frau Müller. Und die Diskussion um diese beiden Vorträge erfolgt dann in einem nicht öffentlichen Teil der Sitzung. Und wir hatten die beiden Referentinnen gebeten, sich jeweils auf 10 Minuten zu reduzieren. Und da sind wir mal gespannt, ob das geklappt hat. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Stefan Sauer. Ich hoffe, das klappt mit den 10 Minuten. Bin aber ganz zuversichtlich. Einen schönen guten Tag von mir. Wir wollen heute anknüpfen an die verschiedenen Perspektiven, die wir in den letzten Sitzungen schon aufgezeigt haben, verschiedene Blickwinkel auf das Thema KI. Wir hatten uns mit den technischen Besonderheiten befasst, mit den ethischen Fragestellungen. Jetzt wollen wir mal uns der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Akzeptanz heute widmen. Dazu gucken wir noch mal schnell auf unseren Jetzt passt das auf unseren Einsetzungsbeschluss der Enquete, in dem unser Auftrag sozusagen zusammengefasst ist. Und da steht im letzten Satz, der Mensch muss dabei im Mittelpunkt stehen. Und da liegt es natürlich nahe, dass man den Menschen auch mal fragt, was er denn so denkt über das Thema. Und genau das haben wir getan. Ich habe Ihnen die Ergebnisse einer Umfrage mitgebracht, einer repräsentativen Umfrage, die wir Ende 2018 durchgeführt haben unter über 1000 Bundesbürgern ab 16 Jahren. Und da kam erfreulicherweise heraus, dass also nur noch 12% der Bundesbürger sagen, dass sie noch nie etwas vom Begriff künstliche Intelligenz gehört haben. Der Anteil lag im Jahr zuvor, da haben wir auch schon mal gefragt, noch bei 22%, also fast doppelt so hoch. Heute geben 85% der Befragten an, dass ihnen der Begriff zumindest bekannt ist. Wie genau sie ihn verstehen, das ist dann noch zu differenzieren. Was auch interessant ist, ist, dass die Mehrheit der Befragten
eher die Chancen von künstlicher Intelligenz sieht als die Risiken. Und zwar sind das 62%. Auch da sehen wir eine steigende Tendenz. Im Jahr zuvor waren das nur knapp die Hälfte derer, die künstliche Intelligenz eher als Chance gesehen haben. Eine mögliche Erklärung ist, dass es eben auch schon die ersten Anwendungen im Alltag gibt. Auch danach haben wir gefragt. Und da gibt es auch schon erste Erfahrungen. Jeder Zweite hat schon digitale Sprachassistenten auf dem Smartphone genutzt, automatische Übersetzungen, digitale Sprachassistenten zu Hause und auch das automatische Erkennen von Personen auf Fotos wurden genutzt. Noch größer ist dann die Zahl derer, die sagen, sie würden gerne solche Anwendungen benutzen. Also gerade bei den digitalen Sprachassistenten ist das ganz interessant. Es sind 20% im Moment und 39% sagen, würde ich gern benutzen. Wir haben aber auch noch mal genauer gefragt, in welchen Lebensbereichen die Chancen von KI gesehen werden und wo sich die Menschen KI-Einsatz wünschen würden. Da haben 68% geantwortet, dass sie es gerne bei der Unterstützung älterer Menschen sehen würden. Also vorstellbar sind da zum Beispiel solche Systeme, die das selbstbestimmte Leben zu Hause eher noch ermöglichen, Sturzmelder oder sonstige Geräte, die Gesundheitsdaten überwachen und dann Alarm schlagen, falls da was Ungewöhnliches passiert. Ebenso viele Befragte wünschen sich KI als Unterstützung für den Arzt. Auch da gibt es natürlich schon Verfahren, die im Einsatz sind, zum Beispiel bei der Bilderkennung. Dann fand ich ganz interessant, auch 67% wünschen sich den Einsatz von KI als Verwaltungsmitarbeiter in Ämter und Behörden. Das ist natürlich ein Feld, wo die Politik auch direkte Einflussmöglichkeiten hat, hier voranzugehen. Ebenfalls große Zustimmung gab es für den KI-Einsatz bei der Polizei. 3 von 5 Befragten würden gerne KI hier sehen. Ebenso im Sport und auch bei der, im beruflichen Umfeld, bei der Weiterbildung in Personalabteilungen. Für Servicemitarbeiter in Unternehmen gab es über die Hälfte von Zustimmungen. Es gibt aber auch Lebensbereiche, in denen der Einsatz von KI für die meisten im Moment noch nicht vorstellbar ist oder vielleicht auch nicht vorstellbar wird. In der Betreuung von Kleinkindern wollen 9 von 10 Befragten KI nicht eingesetzt wissen. Im Beziehungsleben wollen auch 63% KI momentan nicht sehen. Auch als Lehrer in der Schule oder als Dozenten sind 2/3 eher der Meinung, dass es nicht sinnvoll ist. Kritisch wird es auch gesehen im Einsatz im militärischen Bereich. Auch in der Justiz ist momentan noch die Mehrheit skeptisch. Und ebenso ist fast die Hälfte dagegen, dass für politische Entscheidungen KI-Einsatz vorgesehen wird. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurücktreten von den einzelnen Bereichen und das Thema generell anschauen, dann sagen 7 von 10 Befragten ganz sicher, dass KI als Technologie entscheidend dafür ist, ob deutsche Unternehmen künftig weltweit erfolgreich sind oder nicht. Jeder Zweite geht davon aus, dass KI die Welt so grundlegend verändern wird wie die Erfindung des Verbrennungsmotors oder die Elektrifizierung. Aber zugleich ist auch jeder Zweite besorgt, dass künftig derjenige, der künstliche Intelligenz kontrolliert, auch die Menschen kontrolliert. Also das vielleicht auch die Mahnung an uns, dass wir hier vorangehen und uns des Themas so annehmen, dass Deutschland dabei eine wichtige Rolle spielt und wir die entsprechenden Regeln setzen. Es wird mehr Einsatz von der Politik für künstliche Intelligenz erwartet, insbesondere international verbindliche Abkommen zum Einsatz von KI wollen 72% der Befragten sehen
Und auch hier öffentliche Einrichtungen sollen Vorreiter beim Einsatz von KI sein. Also der Staat durchaus möglicherweise als Vorbildfunktion hier für den Einsatz von KI. Die Forschung soll gefördert werden, Aus- und Weiterbildung sollte gestärkt werden im Bereich KI. Auch die Zusammenarbeit von Forschung und Wirtschaft wird befürwortet, um marktfähige KI-Produkte zu entwickeln. Und mit 43% sagen auch, es sollten Anreize für die Zuwanderung internationaler KI-Experten gesetzt werden. Was den generellen Impact angeht, den KI haben wird, so gehen 66% davon aus, dass spätestens in 10 Jahren KI die Gesellschaft spürbar verändern wird. Also wir haben gefragt, unabhängig davon, ob negativ oder positiv. Aber das heißt, 2/3 gehen davon aus, es wird einen enormen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Nur 6% sagen, glaube ich nicht dran, da kommt nichts. Also auch das, glaube ich, schon ein Auftrag oder eine Bestätigung des Auftrags an die Enquete, hier sich Gedanken zu machen und die Diskussion zu führen, wie die vielfältigen Chancen der Technologie eben für alle Lebensbereiche nutzbar gemacht werden und dabei aber das Wohl der Bevölkerung im Blick zu haben, sodass es im Sinne aller ausgestaltet werden kann. Damit schließe ich und übergebe an Lena. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich werde auch über die gesellschaftliche Wahrnehmung und Akzeptanz von künstlicher Intelligenz sprechen. Und wenn wir die Frage nach der gesellschaftlichen Wahrnehmung stellen, drängt sich ja eine andere Frage auf, nämlich die, wer ist denn eigentlich die Gesellschaft, vor allem vor dem Hintergrund der Digitalisierung? Und da kann man im Groben erstmal unterscheiden, dass die Frage ist, ob die Menschen an dieser digitalisierten Welt teilhaben können, also die Frage der Kompetenzen und ob sie überhaupt den Zugang zu dieser Welt haben. Und auf der anderen Seite die Dimension, ob sie teilhaben wollen, das heißt, wie ihre Einstellungen zum Beispiel sind, ob sie dem Ganzen eher positiv gegenüberstehen und auch wie vielfältig sie sich diese Welt erschließen. Und diese zwei Dimensionen, können und wollen, habe ich Ihnen hier auf einem Koordinatensystem abgezeichnet. Die beiden Dimensionen sehen Sie, also können links vertikal und wollen unten horizontal. Und dann sehen wir, dass die Gesellschaft sich in 7 Nutzertypen unterteilen lässt, die man grob zu 3 Gruppen zusammenfassen kann. Wir haben also unten links die Offliner, die für sich noch keinen Nutzen im Internet sehen, in dieser digitalisierten Welt sehen. Und die Minimal-Onliner, die eher sagen, naja, für mich ist die digitale Welt ist für mich googeln. Und auf der anderen Seite des Spektrums haben wir die digitalen Vorreiter oben rechts einzuordnen in der Gesellschaft. Die reflektierten Profis, die zum Beispiel sagen, smart, na klar, also meine Welt ist smart, aber Spielereien mache ich nicht. Das heißt, die nutzen das Ganze eher für berufliche Zwecke. Wir haben den progressiven Anwender, der fühlt sich in der digitalen Welt durchaus zu Hause, aber er nimmt sich auch Auszeiten. Und dann ganz oben rechts der Technikenthusiast, der interessiert sich für all diese neuen Entwicklungen, ist neugierig, probiert das alles aus. Und wenn wir uns also die Frage stellen, wie die Gesellschaft KI wahrnimmt und wer überhaupt an diesen Fachdiskursen teilhaben kann, da muss man sich schon so ein bisschen angucken, wie kompetent sind die Menschen auch. Das heißt, wir haben eigentlich eine Gruppe, es sind ungefähr 24 Millionen Menschen in Deutschland, die zu den digitalen Vorreitern gehören. Aber wir haben zum Beispiel am anderen Ende des Spektrums auch Menschen, die digital abseits stehen und eigentlich noch komplett offline sind. Und das sind auch 13 Millionen in Deutschland.
Wenn wir uns also fragen, wie Gesellschaft KI wahrnimmt, das haben wir auch mal gemacht und haben gesagt, bitte sagen Sie uns doch, ob Sie den Begriff erklären können oder in etwa wissen, was er bedeutet. 52% stimmen dazu. Und das Interessante ist aber, wenn ich Ihnen jetzt noch mal wieder diese Nutzertypen zeige, dann sehen wir nämlich, dass die Nutzertypen sich sehr stark unterscheiden. Das heißt, die Gruppe der digital abseits stehenden, da ist es nur einer von 10, der mit diesem Begriff was anfangen kann. Bei den digital Mithaltenden ist es nur so knapp die Hälfte. Und eigentlich ist es nur die Gruppe der digitalen Vorreiter, die wirklich an diesen Fachdiskursen teilhaben können und die Kompetenzen haben, sich hier auch zu beteiligen. Jetzt ist die Kenntnis das eine, das Verständnis des Begriffes ist noch mal eine andere Dimension. Deswegen haben wir noch mal nachgefragt und haben den Menschen 4 verschiedene Definitionen vorgelegt und gefragt, welcher dieser Beschreibungen trifft aus Ihrer Sicht denn auf den Begriff künstliche Intelligenz am besten zu. Und wenn man sich das anschaut, dann sind nur noch von diesen 52% 34% sich sicher, dass künstliche Intelligenz am ehesten bedeutet, einen Computer so zu programmieren, dass er eigenständig Probleme bearbeiten kann. Also auch hier noch kein durchgehendes Verständnis des Begriffes. Auf der anderen Seite wollten wir herausfinden, wie ist es denn mit dem Bauchgefühl, wenn also die Kompetenz vielleicht noch nicht voll durchdrungen ist, wie fühlen die Menschen sich denn dabei und haben ihnen verschiedene Situationen vorgelegt und gefragt, wie sie sich dabei fühlen würden, wenn sie selbst mit dieser Technologie in Berührung kämen. Und das erste wäre dann der digitale Assistent zu Hause. Da ist der Großteil, der sich noch unwohl fühlt bei dieser Technologie. Die Zusammenarbeit mit einem Roboter im Job, auch da sehen wir, dass der Großteil sich noch unwohl fühlt, das jetzt wieder bezogen auf die gesamte Gesellschaft. Und eine Unterstützung durch einen Assistenzroboter, wenn man selber Hilfe benötigt, also zum Beispiel im Krankheitsfall, auch eher ein Unwohlsein in der Bevölkerung. Wenn wir da jetzt reingehen würden, nur in diese Top-Gruppe der sehr digital affinen, dann sehen Sie, dass dann ein sehr viel größeres Wohlbefinden schon herrscht. Der zweite Aspekt, den wir uns angeschaut haben, ist die Frage, wenn wir zukünftig mit diesen Systemen interagieren werden, wie wünscht sich die Gesellschaft denn vielleicht, dass diese Systeme sie behandeln? Also sollen die eher fürsorglich und beschützend agieren? Sollen sie eher selbstständig und mitdenkend sein? Oder sollen sie eher gehorsam und assistierend sein? Und hier fand ich ganz interessant, dass wir nämlich einen Unterschied sehen. Sowohl beim digitalen Assistenten ist es noch hauptsächlich so, dass gehorsam und assistierend gewünscht ist oder auch das selbstständige Mitdenken. Ebenso bei der Zusammenarbeit mit einem Roboter zum Beispiel in der Produktion. Wenn es aber darum geht, dass wir vielleicht selbst in Zukunft auf Hilfe angewiesen sind, sei es im Krankheitsfall oder weil wir im Krankenhaus sind oder Pflegebedürftigen, dann würden wir uns von einem solchen System wünschen, dass es eher fürsorglich und beschützend agiert. Ich glaube, was man an den Zahlen so ein bisschen ableiten kann, ist, dass noch kein Kompass so richtig existiert in der Gesellschaft, keine richtige Orientierung, wo es denn damit KI auch hingeht und was so die Chancen sind. Und glaube aber, dass ein Wert ist, an dem wir uns durchaus immer orientieren, oder dass Werte etwas sind, an dem wir uns immer orientieren können, wenn wir auch sagen, wir wollen diese Entwicklung gestalten, auch zum Wohle der Gesellschaft. Und deswegen ist es aus meiner Sicht hilfreich, wenn wir uns in den verschiedenen Bereichen anschauen, was denn eigentlich so entstehen kann an neuen Handlungsoptionen, die mit künstlicher Intelligenz möglich wären, und uns dann fragen, wie diese Dinge eigentlich vor dem bestehenden Wertekanon zu bewerten sind. Das können Dinge sein, wie zum Beispiel Werte, die in unserem Grundgesetz verankert sind, wie Gleichstellung, Diskriminierungsfreiheit und Co. Das können aber auch darüber hinausgehende Werte sein, wie Empathie, Nächstenliebe und Co. Und letztlich müssen wir uns aber bewusst machen, dass all die neuen Handlungsoptionen, die künstliche Intelligenz der Gesellschaft bietet, oft auch dazu führen, dass es widerstreitende Werte gibt, gegen die abgewogen werden muss. Wenn wir uns also zum Beispiel überlegen, dass wir künstliche Intelligenz auch für die innere Sicherheit einsetzen können, dann steht dem einen ein Sicherheitsgefühl gegenüber. Auf der anderen Seite haben wir einen ebenso wichtigen Wert wie die Freiheit des Einzelnen. Und diese Werte sind beide wichtig. Das heißt, es geht nicht darum, den einen oder den anderen zu entscheiden, sondern die beste Abwägung zu finden. Eine weitere Abwägung ist für die ganzen zukünftigen Themen, die Gesellschaft betreffen werden, eine Interessensabwägung, also zum Beispiel das Interesse der Gemeinheit versus das Interesse von Individuen oder auch das Interesse von Unternehmen in Abwägung der Kundschaft.
Und letztlich müssen wir uns auch fragen, was sind die langfristigeren Folgen, wenn wir uns die neuen Handlungsoptionen durch künstliche Intelligenz anschauen. Eine Lösung, die vielleicht heute einen Vorteil bringt, sei es zum Beispiel im Bereich der individuellen Krankenkassentarife, könnte langfristig aber die Folge haben, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, wie zum Beispiel das Solidaritätsprinzip in Frage gestellt wird. Von daher glaube ich, dass es in Zukunft auch hinsichtlich der Akzeptanz und der Wahrnehmung von Gesellschaft, von künstlicher Intelligenz relevant sein wird, dass wir uns an Werten orientieren und damit auch eine Ebene treffen, die man gut an die Gesellschaft kommunizieren kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Demel und Frau Müller. Es zeigt uns ja schon als Enquete-Kommission, wir haben keine homogene Masse an Betroffenen. Die Bürger oder die Gesellschaft hat keine homogene Haltung. Und das wird eine unserer großen Aufgaben tatsächlich sein. Wie kriegen wir das Thema entwickelt, sodass es für die Gesellschaft insgesamt verträglich bleibt bei den unterschiedlichen Voraussetzungen, die Sie da sehr prägnant herausgearbeitet haben. Vielen Dank dafür. Und an der Stelle endet auch bereits unser öffentlicher Teil der Sitzung. Ich darf deshalb die Gäste auf der Tribüne bitten, den Raum zu verlassen, sodass wir dann in einem nicht öffentlichen Teil dann weitermachen können. Und ich nutze diese Umbruchphase, um die Frau Kolbe, unsere Vorsitzende, hier persönlich noch mal zu begrüßen. Sie hat Johanna dabei, die hat auch schon einen Zwischenruf gehabt. Also insofern hat sie sich gleich integriert. Schön, dass Sie heute dabei sind, Frau Kolbe, und schön, dass Sie beide auch so gesund sind.